¿Cuántas personas? Wie viele können beim Start der Tour de France nicht mit dabei sein? Wie viele Kinder sind nicht dabei? Ich bin einer von ihnen. Das ist ein Traum. Mein Vater ist in den 80ern Rad gefahren. Mit Lucio Herrero, mit Fabio Parra. Und er hat mir seine Leidenschaft für den Radsport vermittelt. Und ich bin diesem Sport nach und nach verfallen. Ich habe meinen Vater immer gefragt, ob ich eines Tages bei der Tour de France mitfahren könne oder ob ich sie gewinnen könnte. Er hat immer geantwortet, natürlich. Wenn ich hart arbeite, wenn ich Durchhaltevermögen hätte, Disziplin und Entschlossenheit, dann könnte ich das schaffen. Das sind für mich sehr starke Emotionen. Hätte man mich letztes Jahr vor dem Giro d'Italia gefragt, ob ich auf dem Podium sein würde, hätte ich Nein gesagt. Und dann bin ich Zweiter geworden. Wer weiß. Nunca sabes. Es ist einer meiner Träume, eines Tages die Tour de France davontragen zu können. Das sage ich schon, seit ich ein kleiner Junge bin.